Hi Leute und willkommen zurück zu Dead Space Remake. Wir sind hier auf der Ishimura unterwegs, ein Raumschiff, was ein Notsignal abgesendet hat. Unsere Freundin soll auch hier an Bord sein. Als wir das Raumschiff betreten haben, ist doch ein bisschen die Hölle losgebrochen. Irgendwelche komischen Monster haben uns angegriffen. Ja, und jetzt versuchen wir uns erstmal hier durchzuschlagen und zu schauen, was hier passiert ist. Wollen im Prinzip eine Monorail wieder in Betrieb nehmen, die hier ist. Dafür müssen wir aber einerseits einen Waggon von den Gleisen befördern und brauchen. Alter, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Ja. Zumindest können sie sich nicht mehr bewegen. Ja, und müssen noch irgendeine Sicherung oder sowas finden, um das Kontrollterminal wieder in Gang zu kriegen. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir diese Monorail wieder in Betrieb nehmen. Und sind gerade auf der Suche nach dem, was wir hier so brauchen. Kralle gelöst. Knoten. Plasmaenergie ist gut. Was ich mit dem Knoten soll, weiß ich noch nicht so ganz. Nachricht abgerufen. Benson und Maschinenraum, habt ihr ein Stasemodul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung, sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Ihr Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Ja. Kralle gelöst. Ich vermute mal, wir müssen die wieder entlösen, oder? Öffne Spinde und Behälter, um nach nützlichen Gegenständen zu suchen. Auch das haben wir schon rausgefunden, danke. So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was es war, aber ich denke mal, wir werden es im Inventar haben. Ich habe den Eindruck, dass uns hier irgendwann auch noch so ein Viech anspringen wird. Rollläden öffnen, um Monorail zu reparieren. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir laden erstmal in dieser Maschine hier unsere Stase auf. Könnten wir die immer wieder benutzen? Wenn unsere Stase jetzt leer ist. Plasmaenergie. Okay, munitionstechnisch sind wir auf jeden Fall einigermaßen eingedeckt gerade. Aber ich vermute mal, das kann sich auch schnell ändern. Wir haben auf jeden Fall 77 Schuss insgesamt. Und noch mehr. Ja, ich glaube, dann sollten wir jetzt mal die Fenster hier aufmachen. Hier war noch irgendwas gewesen. Ach, noch mehr Plasmaenergie. Ja, ich nehme gern mehr Plasmaenergie, so ist nicht. Mach mal. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Warnung. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Ich habe Zweifel, dass der noch da ist. Haltekrallen manuell anbringen, um Reparatur zu beginnen. Manueller Austausch erforderlich. Die Musik hier verheißt nichts Gutes. Oh no, wir haben das Viech. Könnten wir das treffen? Oh nein. Ja, komm, zack. Zack. Und dann immer drauf. Ja, das läuft doch. Ich weiß nur nicht, wo ich für jeden Gegner immer Stase raushauen will und muss, ne? Vor allem für die langsameren. Aber gut, solange wir hier unsere Stase wieder kostenlos auffüllen können, warum nicht, ne? Haben wir gerade. Wo? Da. Uah. Zack. Zack. Ich glaube, da ist noch was hinter mir. Boah. Okay. PS5-Shooter-Steuerung. Muss ich mich gerade wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich muss sagen, ich spiele auch gerade ziemlich viel Shooter auf dem PC, ja. Warzone 2. Und deswegen bin ich gerade wieder voll an Maus und Tastatur gewöhnt. Aber anscheinend können wir diese Stase-Aufladung hier beliebig benutzen. Das ist schon mal ganz praktisch für so Kampfgebiete. Ja, ich muss mal gucken.
wir damit in zukünftigen Kämpfen umgehen. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Konntest du den Monorail-Waggon bewegen? Der automatisierte Lader ist kaputt, aber die Stasis sollte ausreichen. Es kommt aufs Timing an. Super. Aber beeil dich, okay? Hier unten hat man alles. Ich glaube, ich muss die Stasis da drauf feuern. Rechter Ladegreifer wurde gelöst. Rechter Ladegreifer befestigt. Das reicht jetzt, um ihn dauerhaft zu befestigen? Ja, offensichtlich, okay. Und jetzt muss ich hier oben das Ding nochmal betätigen, oder? Wir füllen vorher nochmal unsere Stase auf, würde ich sagen. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Ja gut, wissen wir, warum der defekt ist? Ob da jetzt eventuell was rausgesprungen kommt oder so? Na gut, er verabschiedet sich erstmal. So, es geht auch ohne Stase, wenn man weit genug weg ist. Boah, da ist noch einer. So, dreimal aufs Bein geballert. Und dann läuft das hier und gibt sogar noch Credits. Okay, das lief doch ganz fantastisch. Zumindest bis hierhin. Okay, der Waggon sieht auch deutlich besser aus als der alte. Wo kommst du denn jetzt her? Das ganze System blockiert. Eins ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Okay. Dann sind wir doch hier im Wartungssektor, oder? Da muss doch die Wartungsplatine auch hier direkt irgendwo sein. Okay, wir sollen offensichtlich wieder zurückgehen. Okay, hier ist ein Loch in der Wand, mit dem wir nichts machen. Könnte ich jetzt eigentlich mal Hoffnung gehabt zur Monorail-Station, dass das hier wieder aufgeht. Geht's aber offensichtlich nicht. Naja, immerhin haben wir diesen Waggon schon mal hier von den Schienen befreit, wollte ich sagen, aber es macht keinen Sinn. Die Schienen von dem Waggon befreit eher. Den Waggon von den Schienen beseitigt. Was auch immer. Kann man machen. So, da ist immer noch zu. Da hinten ist immer noch zu. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir verlassen den Wartungsbereich hier wieder, dass wir jetzt im Wartungsbereich waren. Sind wir aber offensichtlich nicht. Ja, geil. Ich hab's durchgeschossen. Man muss es also wirklich treffen, wenn die Tür gerade zu ist, ja. So. Wir haben, glaube ich, die Flasche da stasiert oder wie man es auch immer sagen will. So, hier kommt man nicht durch. Genau, hier wollte ich jetzt eigentlich mal einen Blick auf die Karte gerade mal werfen. Ja, rechts geht's eh nicht weiter. Wenn hier, aber hier sieht es mir auch nicht so aus, als wenn man hier durch könnte. Oh, du bist ein bisschen größer, oder mein Freund? Ach, wie man auch zwischen den Beinen durchschießen kann. Oh, liegst du auf dem Boden? Oh, shit, jetzt haben wir es doch abgekriegt. Okay, es macht gar nicht so wenig Schaden. Wenn ich jetzt Heilung benutze aus meinem Inventar. Ich habe drei kleine und eine mittlere. Jetzt habe ich nur noch drei kleine. Habe ich irgendwie einen Einfluss darauf, in welcher Reihenfolge er das nimmt? Das wäre irgendwie mal hilfreich. Ah doch, hier ist sogar die Tür. Genau, mit der Sicherheitsfrage. Aber die haben wir doch gesehen. Okay, ich dachte, das wäre noch hinter dieser Absperrung hier. War es aber nicht. Ich meine, klar, hier geht es irgendwie actionmäßig auch direkt deftig zur Sache, keine Frage. Aber ich weiß nicht,
Benutze den Kartenbildschirm, um wichtige Orte und Ziele zu überprüfen. Achso, wenn wir halten, kommen wir direkt auf die Karte, oder wie? Da sehen wir auch unseren Weg. Ach, jetzt sollen wir daher. Okay, jetzt sollen wir doch durch den Gepäckbereich, um diesen Chip zu besorgen. Es macht aber insgesamt allein schon von der ganzen Bewegung und vom Kampf her doch schon einen deutlich runderen Eindruck auch, als Callisto Protocol es, glaube ich, je getan hat. Scheint weniger buggy und hakelig zu sein. Aber mal gucken, was noch so kommt. Kann ich mich eigentlich auch irgendwie ducken oder so? Nee, ne? Oh no! Ich habe aus Versehen Kreis gedrückt. Oh, ich habe aus Versehen... Obwohl wir fast voll waren, nur ein kleines Lebensteil benutzt. Spare Munition, indem du feindliche Gliedmaßen abtrennst. Trenne Gliedmaßen ab, um Feinde schnell zu töten. Zerstückele deine Gegner, um sie zu verlangsamen. Ja, das haben wir soweit schon rausgefunden. Danke. Prachtlager, keine Energie. Okay, das scheint der Energieschlauch zu sein. Ne? Genau, der geht da unten her. Und dann hier irgendwo weiter. Achso, hier haben wir was herhuschen sehen, ne? Hier standen wir vorhin mal irgendwann auf der anderen Seite. Oh oh. Das, was da hergehuscht ist, muss dann folglicherweise noch auf dieser Seite hier sein, oder? Ah, oh, ich weiß gar nicht. Boah. Ach komm, ey. Ja. Ja, lad mal nach. Ist okay. So, haben wir es doch geschafft, das Bein nochmal zu treffen. Wunderprächtig. Ich hab's irgendwie null da liegen sehen. Kann das sein? So, einmal nachladen, bitte. Schutzschalter. Achso, man kann nur eins einschalten. Nehmen wir erstmal das Frachtlager. Ja, klar. Geht das Viech erstmal in die Decke rauf. Und springt mich jetzt gleich irgendwie von oben an, ja. Ich sehe es doch schon kommen. Und es läuft mir schon wieder eiskalt den Rücken runter. Wo? Warum? Was sind das für Geräusche? Bronze-Halbleiter. Ah, okay. Mal gucken, wann wir den noch gebrauchen können. Ich nehme einfach erstmal selbstverständlich alles mit, was hier rumliegt. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wofür es überhaupt ist. Knoten. Ach, ich glaube, Knoten hatte irgendwas mit dem Skilltree zu tun, den es, glaube ich, auch noch irgendwie gibt, oder? Es wird sich uns noch früh genug zeigen, denke ich. Aber jetzt heißt es wahrscheinlich auch, weil wir in diesem Vorratsraum waren, dass jetzt hier irgendwo noch mehr Gegner rumrennen, oder? Mach das mal bitte an, danke. Willkommen zum Wartungssektor. Immerhin haben wir noch eine Speicherstation, obwohl die hätten wir auch da oben in der Monorail-Steuerung gehabt, ne? Hätten wir da mal nutzen können, aber egal, jetzt nutzen wir es hier. Dann hätten wir eventuell unseren einen gewasteten Heiltrank wiederherstellen können. Die kleine Heilportion da, das kleine Medipack. Ein Blick auf... Oh, nicht lang genug gehalten. Da sind wir jetzt. Okay. Es sieht schon ziemlich cool und atmosphärisch aus. Ne? Dunkler Raum, viel Nebel, Schatten, die herumwabern, furchteinflößende Geräuschkulisse. Ich finde es jetzt schon ziemlich geil von der ganzen Atmosphäre. Die konnte man... Genau, das war was ich glaube ich auch in Callisto-Protokoll erst relativ spät rausgefunden habe, dass man diese roten Dinger, die irgendwo am Rand stehen, zum Explodieren bringen kann. Aber man sieht schon, der Explosionsradius ist nicht vom schlechten Eltern. Das Viech war schon ein paar Schritte davon weg. Und das hat es trotzdem noch dahin gerafft. Da stehen auch welche rum. Medipack Mittel. Warum? Ich dachte, wenn ich es gedrückt halte...
kommt die Karte? Aber irgendwie nicht so richtig. Naja. So, da stehen wir jetzt. Da hinten wollen wir hin. Ja, wir durchsuchen eh alle Gänge hier, würde ich sagen, ne? Alles, was sich hier so bietet. Wo? Ja, lauf da mal dran vorbei. Ist mir recht. Oh, hat's dich einfach zerfetzt? Das tut mir ja ganz besonders leid. Naja gut, ich glaube nicht, dass wir hier runterspringen wollen. Credits, dankeschön. Boah, die ganze Geräuschkulisse ist einfach so unfassbar krass. Keine Energie, okay. Credits, danke. Nein! Dann verlangsamen wir dich einmal, mein Freund. Wenn du schon so nah bist. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich dieses Explosionsteil hier abschießen, aber irgendwie hat es dafür nicht gereicht. Reaktionszeit zu träge. Boah. Boah, es sind aber auch teilweise nur die Schiffsgeräusche, die mich hier erschaudern lassen, ja. Ob es irgendwelche Sachen sind, die da oben zusammenstoßen oder manchmal dieses Geräusch, wenn sich irgendwelche, wenn ich irgendwelche Kabel reißen oder so, alles schon gehört hier irgendwie im Hintergrund. Es ist einfach übel von der ganzen Soundkulisse. Aber vom Ersteindruck läuft es wesentlich sauberer und problemfreier als Callisto-Protokoll. Callisto-Protokoll war ja auch von Anfang an auf den Konsolen, auf der PS5 eigentlich ganz gut spielbar. Also jetzt nicht so krasse Probleme wie auf dem PC, dennoch fühlte es sich deutlich hakeliger an als, ja, als Dead Space Remake hier im 4K-Modus. So, wie kommen wir denn jetzt dahin, wo wir hinwollen? Okay, da links, geradeaus, muss eigentlich dann irgendwo ein Fahrstuhl oder sowas sein. Na, da ist er, glaube ich. Aber gut, dass der ganze Raum hier voller dieser Explosionssäulen steht, ey, als wenn hier noch eine Horde von Gegnern auf einen einströmen würde. Aber ist zumindest für den Moment nicht der Fall. Okay. Dieser Fahrstuhl bringt uns sehr gemächlich nach oben. Etage wechseln. Ach so, hier kann man die Etage wechseln. Okay. Ja, ach so, man sieht sogar da links oben, wo man sich gerade in der Ishimura befindet. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, ob das noch irgendwie hilfreich ist. Wir werden sehen, wo wir uns noch so durch die Ishimura durchbewegen werden. Da hinten liegt doch was. Ja, ich vermisse so ein bisschen das Ding, glaube ich, im Callisto-Protokoll, dass man die Dinger nehmen und schleudern konnte auch, oder? Direkt mal dafür sorgen, dass der Kollege auf jeden Fall gar nicht mehr aufsteht in irgendeinem unerwarteten Moment. Da geht's weiter. Hier liegen noch ein paar Credits rum. Ja, die werden wir mit Sicherheit auch irgendwann zum Craften oder sowas brauchen oder zum Munitionskaufen oder so. Wobei es bisher sich von der Munitionsknappheit noch in Grenzen hält. Okay, einer dieser Kollegen wird auch auf jeden Fall aufstehen, oder? Als hätte ich es geahnt, ja. So, schnell zweimal aufs Bein geschossen. So muss das sein. Matsch, matsch, matsch. Und Gegner hinüber. So, hier haben wir schon wieder irgendeinen Sicherungskasten. Achso, jetzt könnten wir die Energie hier einmal umleiten. Nee, so gefällt mir, oder?
Nein. So gefällt mir das nicht. Ja, Beleuchtung an in dem Raum, wo wir gerade sind, und die Tür auf, wo wir rein wollen. Das gefällt mir. Wow, da ist auch noch einer. Nein, aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Ja, kommt hierher. Das ist okay. Wollt ihr hierher kommen? Haben die sich festgehakt? Was ist los mit euch, Jungs? Okay, der erste Buggy-Gegner. So, dich erledigen wir so. Zu zweit können sie anscheinend nicht parallel auf diesen engen Gängen hier laufen. Ne, der Raum war da unten, ne? Da müssen wir wieder runterfahren, um diesen Raum. Du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder? Doch, ich gehe mal davon aus, unser Fahrstuhl hier ist außer Betrieb, ne? Ausgetestet habe ich es nicht. Okay. Oh, scheiße, ey. Das ist cool gemacht. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, im Dunkeln hier durchschlagen, wenn wir unten in diesen Raum wollen. Weil wir dafür sorgen mussten, dass dieser Raum offen ist. Und der andere Fahrstuhl aktiv ist. Naja, Gott sei Dank, dass wir die Monster schon mal da im Helm besiegt haben. Na, gucken, ob wir jetzt im Dunkeln noch mehr kommen, weil noch irgendwelche Kammern oder so aufgegangen sind. Mangels Stromversorgung oder so. Es war so klar, dass hier unten auch noch irgendwas passieren würde. Scharfschütze erhalten, warum auch immer, ich weiß es nicht. Hat's gereicht für den hier? Jetzt macht es auch Sinn, warum hier noch mehr Explosionszeugs rumsteht. Oh, bist du gestolpert, mein Freund? Als du hier in Zeitlupe angekrochen kamst, das tut mir besonders leid. Jetzt könnten wir mal so ein kleines Ding hier benutzen. Okay, so ein kleines Ding macht quasi ein Viertel voll. Ich vermute mal, ein großes eher die Hälfte oder drei Viertel. Ich weiß es nicht. Platine. Isaac, wie kann ich mehr lange bleiben? Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Okay, das war tatsächlich unser Hauptziel, was wir hier gefunden haben, die Platine. Bank. Verbessere Waffen und Rig mit Hilfe der Werkbank. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Ein Textlog. An M. Smith von J. Wright, Pokerabend. Ich halte das von Ricklink fern, falls Benson mithört. Willst du heute Abend pokern oder lässt du Caitlin weiter mit deinen Credits rumlaufen? JFW. Re, Pokerabend. Ich bin dabei, aber kannst du Pavy dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass er sich immer noch die Schuld an Cerises Unfall gibt, aber niemand will sich diese verdammten Albträume anhören. Vor allem nicht, indem er sah, wie Cerise aufstand und mit ihm und mit halbem Kopf herumlief. Und mach mir deswegen keine Vorwürfe, ich meine es ernst. Es macht mich fertig. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Es fühlte sich so echt an, dass ich ihn den ganzen Tag aus den Augenwinkeln gesehen habe. Und glaub mir, dieser Mistkerl sollte lieber tot bleiben. Okay. Seinen Dad im Traum zu sehen, scheint dann auch nicht die allerangenehmste Erfahrung zu sein. Und der Pokerkollege, der solche Sachen dann noch provoziert, anscheinend auch nicht. Knoten. So, dann schauen wir mal, was es hier an der Bank so gibt. Schon auch noch eine Nachricht an der Wand. Verbessere Waffen und Rig mit Hilfe der Werkbank. Waffen ausrüsten. Aufrüsten. Verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, indem du Energieknoten in ihr Upgrade-Diagramm investierst. Neue Upgrades freischalten, um den Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten und das Upgrade-Diagramm der Waffe zu erweitern. Bringe Upgrade-Teile zur Werkbank. Upgrades zurücksetzen. Upgrades können jederzeit im Austausch gegen Credits zurückgesetzt werden. So, Anzug. Warum steht da 100.000 Punkte? Oder 100 Punkte? Achso, Erhöhung um 100 Punkte wahrscheinlich, ne? Gesundheit.
Luft haben wir bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Stace Zone. Stasezone. Was heißt das? Dass die Stase dann länger wirkt? Ah ne, Stasedauer. Was ist denn dann Stasezone? Oder habe ich dann... Achso, habe ich wahrscheinlich mehr Stase-Energie. Luft und TP. Okay, Plasma-Cutter. Schaden. Kapazität, Kapazität. Ja, ich glaube, das versteht sich fast von allein, ne? Einmal Schaden, auf jeden Fall. Und Leben erhöhen auch auf jeden Fall. So, hier wäre das nächste Sauerstoff und hier wäre das nächste Kapazität. Nehmen wir erstmal nochmal Kapazität und damit sind unsere Knoten auf jeden Fall auch erstmal erschöpft. Genau, es sind keine Energiegegner verfügbar. Und um die Sachen hier freizuschalten, die man noch nicht sieht, die Knoten, braucht man auch andere Sachen für anscheinend. Okay. So, wir haben jetzt auch, genau, wir hatten vorher, glaube ich, 4 Abschnitte an unserer Wirbelsäule und jetzt 5. Man is to survive. Ich kann leider nicht lesen, was da steht, weil der Anfang des Wortes im Schatten liegt. Oh, man is to survive. Ich weiß es nicht, ob man es deswegen nicht mehr lesen kann. So, aber ich wollte jetzt noch mal rauf, dann war da oben noch ein optionaler Raum. Warum ist ja schon wieder so eine Stressmusik? Weil da jemand angelaufen kommt. Noch mehr Stressmusik? Wir gehen erstmal wieder rauf. Ich hoffe mal, dass da keine Monster mehr sind. Und dass wir in dem optionalen Raum noch irgendwas Tolles finden. Und vor allen Dingen, dass wir hier mal wieder das Licht anmachen können. Das wäre mir auch ein inneres Bedürfnis, weil hier oben sieht man ja so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, den linken müssen wir ausmachen und wieder aufs mittlere setzen. So, jetzt haben wir da die Initialkonfiguration hier oben. Ich finde es auch ganz gut, ne, dass wir einen zumindest bis jetzt keine Wege zurück abschneiden oder so, wenn man irgendwas Falsches macht. Ach, hier ist auch gar kein Raum. Stasepack. Pack. Textlog. USG Ishimura, Abteilung Luft- und Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen, Missionstag 2. Defekter Vorderer, Gyro-Antrieb. Bla bla bla. Ich dachte, hier wäre eine Tür, aber es sind nur Schränke. Okay, aber die Credits haben wir bis jetzt nur gelesen, dass man die zum Zurücksetzen braucht, ne? Irgendwas anderes waren sie an der Werkbank nicht zu gebrauchen. Okay, unser Inventar ist ziemlich viel mit Muni voll. Wir brauchen dringend mal eine Inventarerweiterung oder Gelegenheit, Sachen zu verkaufen. Aber an der Bank gab es jetzt nichts zum Verkaufen, ne? Müssen wir doch nochmal so machen. Um jetzt nochmal zur Bank zu gelangen. Wo kommen wir hier dran vorbei? Es ist auf jeden Fall cool, ne? Wenn man... Ich meine, ich habe es damals irgendwann auch zum Release-Zeit rumgespielt, das Original. Muss also irgendwie 2008, vielleicht 2009 gewesen sein, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich lange her und ich habe es nur einmal gespielt. Deswegen, wie gesagt, an den eigentlichen Aufbau und so habe ich so gut wie keine Erinnerungen mehr. Deswegen ist es eigentlich wie ein neues Spiel. Wäre es natürlich mal interessant gewesen, es mehr mit dem Original vergleichen zu können. Aber dafür habe ich halt zumindest den direkten Vergleich zu Callisto-Protokoll, ne? Weil ich das gerade erst gespielt habe. So, navigieren, auswählen, schließen, Info. Nö, also ich sehe jetzt keinen Menüpunkt verkaufen oder so. Ne, zurücksetzen könnte man. Alle Upgrades zurücksetzen. Für 5000 Dollar kannst du alle Energieknoten in dein Inventar aufnehmen, das aktuelle Gerät auf eine Standardwerte zurücksetzen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Nee, auf gar keinen Fall wollen wir jetzt schon irgendwas zurücksetzen. Nö. Also ich sehe hier definitiv nichts, wie man hier irgendwas verkaufen kann.
Und dann schauen wir mal, dass wir diesen dunklen Bereich hier jetzt nochmal verlassen. Vielleicht noch bis zur nächsten Speicherstation kommen. Und dann hier auch erstmal ein kleines Päuschen einlegen. Speicherstation. Boah, man sieht echt nix. So. Okay, das war mir hier zu heikel. Im absolut Dunkeln. Dachte ich, ist es mal besser, wenn das Viech ein bisschen langsamer ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal einen Pausenraum hier. Okay, dann speichern wir jetzt hier definitiv auch nochmal. Und würde ich sagen, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Schauen wir mal, dass wir die Monorail in Betrieb genommen bekommen. Und mal schauen, ob das Problem, was funktioniert, wo es uns gegebenenfalls hinführt oder was wir dann noch reparieren müssen. Keine Ahnung, oder fliehen müssen oder sonst was. Aber das, liebe Freunde, werden wir, wie gesagt, beim nächsten Mal sehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.